Ihr Mann, der sich verheiratet, tut daran sicher gut. Mit Klugheit hat das nichts zu tun, doch ganz bestimmt mit Mut. Nur so bringt ihr Struktur und etwas Ordnung in sein Leben. Vorher will ich ihm raten, den Löffel abzugeben. Wie sonst soll er denn häusliche Geborgenheit verspüren? Man weiß doch, dass die schönsten Wege in die Hölle führen. Gib mir nur ein Argument für die Ehe, das bei genauerer Betrachtung noch bestehen bliebe. Es gibt kein Argument für die Ehe, außer der Liebe. Wissenschaft bestätigt, Eheleute leben gesünder. Da lob ich mir den Glücklichen und ungesunden Sünder. Der wünscht sich nicht verwöhnt zu werden, selbst aus Lieb und Treu. Wenn ich Beachtung brauch, geh ich ins Spritz und ins Savoy. Wie kann man nur so zynisch sein beim schönsten Ding der Welt? Für den Mann ist nichts gefährlicher, so hab ich festgestellt. Das bei genauer Betrachtung noch bestehen bliebe. Es gibt kein Argument für die Ehe, außer der Liebe.